Hallo und herzlich willkommen zum Projekt Landwirtschaft und ländliche Gesellschaft in der DDR. Mein Name ist Michelle Matejczk. Mein Name ist Jens Schöne. Wir sind Mitarbeiter des Berliner Aufarbeitungsbeauftragten und haben in diesem Zusammenhang im letzten Semester an der Humboldt-Universität zu Berlin ein Seminar angeboten zur Landwirtschaft und ländlichen Gesellschaft in der DDR. Unser Gedanke war, dass es sinnvoll wäre, wenn die Studienleistungen, die im Rahmen des Semesters entstehen, eben nicht in der Schublade landen, sondern einen langfristigen Mehrwert haben. Deswegen haben vier Studierende mit vier FachhistorikerInnen vier Interviews geführt. Warum vier Interviews? Das lässt sich relativ einfach beschreiben. Die Agrargeschichte der DDR lässt sich in vier Abschnitte unterteilen. Da wäre zunächst die Bodenreform der 1940er Jahre, dann die Kollektivierung in den 50er Jahren, in den 60er, 70er Jahren folgt die Industrialisierung der Landwirtschaft und in den 80er Jahren dann folgt der Niedergang. Vier Abschnitte, vier Interviews, etwas, das es so bisher noch nicht gab und deswegen unser Projekt. Wir bedanken uns bei allen Mitwirkenden und wünschen jetzt viel Spaß beim Schauen. Guten Tag, liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer. Ich freue mich, mich heute hier im digitalen Raum eingefunden zu haben mit Ihnen, Uta Brettschneider, um über die DDR, konkret die Bodenreform in der SBZ zu sprechen. Mein Name ist Serafina Rikowski, ich studiere Geschichtswissenschaften an der Humboldt-Universität in Berlin. Und bevor ich mit meinen Fragen zu unserem Thema starte, möchte ich kurz ein paar Worte darüber verlieren, mit wem ich hier überhaupt spreche. Dr. Uta Brettschneider ist seit dem letzten Jahr, 2020, Direktorin des Zeitgeschichtlichen Forums in Leipzig und löste damit ihren Vorgänger, Dr. Jürgen Reicher, ab. Zuvor leitet sie das Hennebergische Museumskloster Vesra. Mit dem Thema der Geschichte der Landwirtschaft der DDR ist sie schon länger verbunden und hat ihre Promotionsschrift unter dem Titel »Vom Ich zum Wir« über die Neubauern in den LPGs veröffentlicht. Hierzu führte sie Interviews mit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen und legte durch die besondere Beachtung der Neubauern und deren Rolle, finde ich, noch einmal einen ganz besonderen Fokus in diesem Thema. Während wir nun vor allen Dingen über historische Themen sprechen werden, kommt Frau Brettschneider ursprünglich aus dem Bereich der Soziologie und der Kulturanthropologie. Daher wollen wir uns in diesem Gespräch vor allen Dingen auf die Perspektive, auf den Alltag der Menschen beschränken, also ein wenig Alltagsgeschichte nachzeichnen. Und wir wollen uns aber auch damit beschäftigen, welche Rolle die Landwirtschaft der DDR für die Gegenwart und die geschichtswissenschaftlichen Debatten der heutigen Zeit haben. Wie schon erwähnt, haben Sie sich in Ihrer Promotion ja für das Thema der Landwirtschaftsgeschichte der DDR entschieden. Von daher einmal die ausgehende Frage, was machte dieses Thema für Sie damals zu einem besonderen und weshalb haben Sie sich dafür entschieden? Zum einen kann ich sagen, dass es tatsächlich familiäre Bezüge zu den, ich habe ja eigentlich drei Themen gewählt, nämlich Flüchtlinge und Vertriebene des Zweiten Weltkriegs, wie sie im ländlichen Raum ankamen, durch die Bodenreform Land bekamen und dann im Zuge der Kollektivierung in die landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften eintraten. Und zwei dieser Themen habe ich tatsächlich als Schnittmengenthema quasi in meiner Familiengeschichte. Die eine Großmutter wurde aus Böhmen mit ihrer Familie vertrieben und hat sozusagen dann in Sachsen eine neue Heimat gefunden. Und die andere Großmutter, väterlicherseits, die war in einer LPG tätig als Buchhalterin, sodass dass ich so eine gewisse Neugier, glaube ich, auch mitgebracht habe für diese Themen. Und der konkrete Auslöser war meine Tätigkeit im Hennebergischen Museum in Kloster Vesra. Dort habe ich 2009 bis 2011 gearbeitet und das Freilichtmuseum hält unter anderem auch ein Neubauernhaus aus dem Jahr 1948 bereit und das verknüpft diese Geschichte eben ganz markant. Das ist nämlich ein Neubauernhaus, das von einer vertriebenen Familie errichtet wurde in Kloster Vesra. Und das fand ich ganz spannend und ich habe auch die beiden Töchter interviewt und das war sozusagen der ganz materielle, dingliche Zugang, dazu eben die, die familiäre Verbindung zu den Themen. Und dann war ich assoziiert an ein Forschungsprojekt in Dresden am Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde und dort wurden Neubauernfamilien in Sachsen erforscht und so hat sich das ganz gut gefügt und ich habe dann mit einem Promotionsstipendium dieses Thema von 2011 bis 2014 bearbeiten dürfen. Sehr schön. Genau, man merkt, dieses Thema der Landwirtschaft, das birgt sehr, sehr viele Themen. Wir haben schon die Bodenreform und die Kollektivierung erwähnt. Wollen Sie noch einmal darauf eingehen, was genau die Bodenreform war, was jetzt ja das Thema ist, über die sich unser Gespräch vor allen Dingen drehen soll?
Also nach dem Zweiten Weltkrieg wurde in der sowjetischen Besatzungszone eine Bodenreform durchgeführt. Das heißt, 1945 hat die Besatzungsmacht beschlossen, dass Besitz über 100 Hektar und der Besitz von vermeintlichen oder wirklichen Nationalsozialisten oder jenen Familien, die von diesem System profitiert haben, enteignet wird. Und dieser Boden, also das war Wald, Acker, Wiesen, Weideflächen, aber auch Gebäude landwirtschaftlicher Art, die fielen an den Bodenfonds, den staatlichen, also einen großen Topf, und wurden dann neu verteilt. Und das waren etwa 3,2 Millionen Hektar Land, die so neu vergeben wurden. Und wenn man es auf einzelne Betriebe herunterbricht, etwa 14.000 Betriebe betroffen in der sowjetischen Besatzungszone. Dieses Land wurde dann also an Flüchtlinge und Vertriebene des Zweiten Weltkriegs vergeben, an landarme Bauernfamilien, an vormalige Landarbeiterfamilien vor allem auch und an Bewerberinnen und Bewerber aus den Dörfern eben. Und also dieses Land ging an etwa 500.000 Familien insgesamt. Das waren ganz unterschiedlich große Landstücke. Zum Teil sind es eben auch Gärten gewesen, die bis heute als Kleingärten und Kleingartenanlagen bestehen. Und es entstanden aber eben auch 210.000 Neubauernstellen. Und diese Neubauern, das waren eben Familien, die 5 bis 10 Hektar Land in der Regel erhielten und dann ja sozusagen sich damit eine Wirtschaft aufbauen konnten. Meine Ausgangsfamilie in Kloster Vesra, die haben sozusagen auch so einen Start gehabt, und man merkte aber bei denen und auch bei anderen Neubauernfamilien, dass diese Flächenzuteilungen viel zu gering waren. Und es kam dazu, dass eben oft Gutsanlagen in Teilen vergeben wurden. Und in Vesra waren es dann 10 Neubauernfamilien. Das heißt, sie hatten zum Teil eben erstmal auch gar keine eigenen Häuser, sondern sie hatten irgendwie ein Stück Scheune von der großen Gutsanlage. Und das erschwerte natürlich das Wirtschaften total für die Familien. Und wenn man sich vorstellt, dass da auch viele dabei waren, die eben nicht so große landwirtschaftliche Expertise hatten, dann kann man sich vorstellen, dass das eben wirtschaftlich schwierig war. Und es musste natürlich wie auf einem normalen Bauernhof die ganze Familie mitarbeiten, aber es fehlte im Prinzip an allem. Aber dazu kommen wir ja später nochmal. Genau, wir haben jetzt schon viel über die Neubauern in der Bodenreform gesprochen. Was passierte mit denen, die ihren Land abgeben mussten, die diese über 200 Hektar Grundstücke hatten? Wollen wir dazu noch einmal kurz darauf einmal noch kurz eingehen. Gerne. Genau, also das waren eben Gutsbesitzer und Gutspächterfamilien, die sozusagen ihre Habe zurücklassen mussten. Und das war entschädigungslos, diese Enteignung. Die Bodenreform umfasste eigentlich die Jahre 1945 bis 48 und 1946 wurden die Gutsbesitzerfamilien dann auch ihre Heimatkreise verwiesen. Das heißt, die durften sich nur in einem Umkreis von, ich glaube, 50 Kilometern wieder ansiedeln. Und das nutzten eben viele, um in die westlichen Besatzungszonen zu fliehen und dort ein neues Leben sich aufzubauen. Es gab eben diese Verschärfung sozusagen, 1946 gab es, weil natürlich in vielen Dörfern auch die alten Loyalitäten noch bestanden. Und zum Teil weiß man auch, dass Neubauernstellen an die Gutsbesitzerfamilien vergeben wurden. Das heißt, sie haben dann zum Teil noch einen Teil ihrer ehemaligen Habe wiederbekommen und hatten dann zumindest eine Neubauernstelle. Man weiß zum Beispiel aus dem Raum Blankenhain bei Krimmitschau in Sachsen, da hatte der Gutsbesitzer eine Neubauernstelle, nachdem er enteignet wurde. Und dann stand das Himmelbett tatsächlich im Neubauernhaus. Das heißt, ihren Privatbesitz haben sie zum Beispiel auch noch weiterhin behalten. Der war nicht
eingeschlossen? Das ist eine ganz schwierige Frage, weil ich meine, dass es nach den geltenden Gesetzen eigentlich nur um das landwirtschaftliche Inventar ging und um Gebäude und Ländereien. Aber in der Regel umfassten diese Enteignungen dann tatsächlich auch das Hab und Gut, was sich in den Häusern befand. Wenn die sozusagen geflohen sind, haben die natürlich einen Teil ihrer Habe mitgenommen, aber oft blieb eben einiges zurück. Und man muss sich eben auch vorstellen, die Gutshäuser waren nicht selten auch genutzt worden, um Flüchtlinge und Vertriebene unterzubringen, die natürlich in hoher Zahl gerade in die ländlichen Räume strömten und irgendwie untergebracht werden mussten. Und da ist es eben auch schnell passiert, dass da Sachen aus dem Besitz der Gutsbesitzerfamilie sozusagen schon eine Verwendung fanden, um diese Leute mit dem Nötigsten zu versorgen. Und es gab dann die sogenannte Schlösserbergung, bei der dann tatsächlich nochmal zentral geguckt wurde, welche auch Wertsachen, welche historischen Möbel, welche Kunstwerke sind denn noch in den Häusern und müssen quasi bewahrt werden. Und da ist allerdings dann auch ein Teil in den Kunsthandel gegangen und ein Teil ist in die Museen gegangen. Genau. Aber natürlich haben sich auch die Menschen vor Ort zum Teil bereichert und es war wie so ein rechtliches Vakuum natürlich auch in dieser unmittelbaren Nachkriegszeit und haben das genutzt. Das heißt, in der Praxis war das wesentlich weniger strukturiert, als es vielleicht in der Theorie ausgesehen hat. Auf jeden Fall, und man muss auch ganz klar unterscheiden, was waren die Regeln, was waren die Auflagen, was stand in den Verordnungen und Gesetzen und was haben die Leute vor Ort umgesetzt. Also das zeigt gerade das Thema Bodenreform, dass da trotz der Starrheit der Vorgaben doch durchaus auch lokale Handlungsspielräume bestanden. Nun haben wir schon viel darüber gesprochen, was die Bodenreform war und was sich dort verändert hat. Und es kommt ja auch immer wieder kam immer wieder das Thema der Misswirtschaft auf, von diesen doch sehr kleinen Höfen, die dort entstanden, durch diese Zerstückelung des Landes in neue Neubauernhöfe. Was würden Sie sagen, sind so die weitestgehendsten Auswirkungen auf das Leben, auf das Landleben in der DDR, die diese Reform hatte? Die Bodenreform hat natürlich die Strukturen in den Dörfern komplett verändert. Also plötzlich, Sie müssen sich vorstellen, vorher gab es einen großen Gutshof und dann gab es irgendwie so zum Beispiel so kleinere Wohnhäuser für die Arbeiterinnen und Arbeiter, die da auf diesem Gutshof tätig waren. Und plötzlich waren aber die Arbeiterinnen und Arbeiter, die selbstständig Landwirtschaft betrieben, die waren nicht mehr quasi angestellt und haben sozusagen Dienstleistungen erbracht, sondern sie waren selbstständig für eine Wirtschaft zuständig. Also das hat nicht nur die Landwirtschaftsstrukturen und die Feldgrößen natürlich verändert, weil wenn ich vorher irgendwie 500 Hektar Gutsbetrieb hatte, dann waren es eben jetzt nur noch 5 Hektar große Parzellen oder Gärten oder vieles mehr, die sozusagen daraus entstanden sind. Also es hat sozusagen die Landkarte der Dörfer neu gemischt und eben die Hierarchien auch durcheinander gewirbelt, weil plötzlich Menschen selbstständig wirtschafteten, die das vorher gar nicht gewohnt waren und weil eben ohnehin durch den Zustrom der Flüchtlinge und Vertriebenen da die Dörfer ganz krass in Bewegung waren. Und also die Dörfer waren nach der Bodenreform schon maßgeblich verändert und hinzu kam, dass eben auch die Architekturen dieser Zeit der Gutsherrschaft beseitigt werden sollten. Also man hat da relativ rigide und an vielen Stellen auch gegen den Willen des Denkmalschutzes, den es natürlich schon gab, hat man da gehandelt und wollte eben auch diese steinernen Zeugnisse der Macht, wenn man so will, beseitigen. Und das war natürlich ein Widerspruch, weil man hat dann zum Teil auch Gebäude abgerissen, in denen eben viele Flüchtlingsfamilien gerade untergebracht waren, nur weil man eben der Meinung war, der Gutscharakter müsste beseitigt werden. Das heißt, die Ansprüche liefen da manchmal auch so ein bisschen konträr in dem, was man wollte. Und man hat sich dann das ausgesucht, was einem wichtiger war. Da war jede Menge Ideologie dabei auf jeden Fall. Und die Bodenreform wurde natürlich als demokratische Bodenreform apostrophiert. Das heißt also als was von unten nach oben entstanden ist. De facto aber war sie einfach qua Verordnung festgelegt worden. Und man hat die
in der DDR-Zeit natürlich immer gerne auch in die lange Reihe der Bauernbefreiung gestellt, des 18. und 19. Jahrhunderts. Und man hat sie genutzt, um in der Selbstdarstellung sozusagen einen Cut zu machen, weil man eben diesen sogenannten Junkern, also den Großbauern, auch eine aktive Beteiligung und Ermöglichung des NS-Regimes zugeschrieben hat und hat das sozusagen auch als politische Aufräumaktion in Anführungsstrichen durchgeführt. Und man hat es natürlich auch verkauft als Maßnahme, um die unmittelbare Nachkriegsnot zu lindern, um Menschen mit Nahrung zu versorgen und sozusagen Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten. Und dann natürlich auch um die Flüchtlinge und Vertriebenen. Also ich habe vorhin gesagt, es gab 500.000 Landnehmende etwa, 210.000 haben eben etwas mehr Land bekommen, um eine Neubauernstelle zu gründen. Und die 91.000, glaube ich, von diesen 210.000 waren Neubauernstellen, die von Flüchtlingsfamilien übernommen wurden. Und deshalb sagt man auch, zumindest in der zeitgenössischen Darstellung war es so, dass man eben auch das als Maßnahme der Neuverwurzelung dieser Menschen, die eben ihre Heimat verloren hatten, betrachtet hat. Und wie würden Sie sagen, war da so die Beziehung zwischen den Bauern, die ja schon auch noch teilweise da waren. Also es gab ja auch Bauern, die vorher kleinere Höfe hatten und die behalten durften. Wie haben die sich zu diesen Neubauern verhalten? Haben sie da groß geholfen? Entstanden neue Netzwerke? Es war tatsächlich zumindest in der ersten Zeit eher so, dass man sich an den alten Netzwerken festhielt und versuchte, da sozusagen bestmöglich aus der Situation rauszukommen und die Umbrüche auch für sich zu nutzen. Also Hilfe gab es sicher im Einzelfall auch. Das ist ja immer nicht schwarz und weiß, das Ganze. Aber in der Regel war da eher eine Sorge, eben auch die größeren Bauern, die eben unter 100 Hektar lagen, haben versucht, die Geflüchteten und Vertriebenen des Zweiten Weltkriegs loszuwerden, weil die eben Ärger und Arbeit verursacht haben. Andererseits haben sie natürlich aber auch Geräte und Technik gehabt, die Neubauern nicht hatten. Und die Neubauern waren zum Teil darauf angewiesen, dass die größeren Bauern ihnen eben Maschinen leihen und mussten dafür dann mitunter eben auch nochmal bei den größeren Bauern arbeiten. So sind alte Hierarchien sozusagen zum Teil tradiert worden. Und es war natürlich immer die Angst, und das war natürlich, wie man dann auch gemerkt hat, begründet, dass die so mittelgroße Höfe hatten, aber unter 100 Hektar lagen, dass die dann die nächste Feindgruppe oder zur nächsten Feindgruppe stilisiert werden. Und das ist ja dann nach der Gründung der DDR auch passiert. Da galten ja die dann auch als Großbauern. Und man kann sagen, auch zur Wirtschaftlichkeit, also viele der Bauern, der Neubauernfamilien, die Flucht und Vertreibung erlebt hatten, haben diese fluide Zeit, in der so viele Menschen noch in Bewegung waren, tatsächlich dann auch genutzt, um in den Westteil des Landes noch zu gehen. Also die waren sozusagen eben nicht direkt neu verwurzelt, das dauert ja lange, sondern sind weitergezogen und insgesamt war das Konzept Neubauernstelle halt ein schwieriges. Also etwa ein Drittel aller Neubauernstellen ist aufgegeben worden. Und man hatte dann in den späten 40er Jahren wirklich Not, da neue Leute draufzusetzen und das weiter zu bewirtschaften. Ja, das stelle ich mir auch nicht unbedingt sehr ermunternd vor, diese Art zu arbeiten. Gerade wenn man dann ja auch noch in einem fremden Land ist, in dem man, nicht fremden Land, sie sind ja zurückgekommen, aber nach dieser Rückkehr dann so einen schweren Start zu haben, macht es nicht unbedingt einfacher, in die Landwirtschaft einzusteigen. Dann sind zum Teil gar nicht zurückgekommen, sondern also sie waren natürlich deutsch und sind zu Deutschen gekommen, aber sie hatten ja einen anderen Dialekt, sie hatten andere Bräuche, sie hatten eine andere Form der Religiosität und sie waren eben ohne Habe gekommen, ne? Also komplett bedürftig, angefangen eben bei Kleidung, über Mobiliar, nichts war da. Ne? Und das ist natürlich eine ganz komplizierte Situation gewesen, was
was den ländlichen Raum anlangt, weil dort besonders viele Flüchtlinge und Vertriebene hingekommen sind und man die natürlich einerseits als Arbeitskraft gesehen hat, andererseits eben aber auch als zusätzliche Esser und das waren natürlich sozusagen, das ist ja dann schon fast wieder ein anderes Thema. Aber also in dieser Gemengelage, fremd am Ort, keine Netzwerke, keine Strukturen, auch keine große Familie, die helfen konnte, was ja in der Landwirtschaft auch immer eine Rolle spielt, kein Geld für zusätzliche Arbeitsplätze, keine Maschinen, kein Saatgut, keine Beziehungen, wo man sagt, so, du beschaffst mir das, ich helfe dir so, keine Häuser, kein Mobiliar, kein Vieh. Also das waren die Stadtbedingungen, die haben natürlich eine kleine Ausstattung bekommen, aber da wurde sozusagen auch das Vieh und das landwirtschaftliche Inventar aufgeteilt, aber dann hattest du vielleicht einen Rechen, aber keine Schaufel und einen Pflug, aber keine Egge und also das war wirklich richtig schwierig und die damals Kinder waren, da habe ich einige Menschen interviewt, die erinnern das wirklich auch als besonders harte Zeit, also weil Mitarbeiten der ganzen Familie ist in der Landwirtschaft immer gang und gäbe, aber das war eben auch für das Aufwachsen im Neubauernhaus wirklich vielfältig herausfordernd und viele der Neubauernkinder haben dann eben auch die Chance der Kollektivierung genutzt, um eine Tätigkeit jenseits der Landwirtschaft zu finden, nach diesen Erfahrungen aus der Kindheit. Verständlich. Was wir jetzt auch schon öfter angesprochen hatten, war ja dieser Anspruch der Bodenreform, die ja vor allen Dingen auch aus einem ideologischen Narrativ herkommt, dass man gerne die NS-Zeit aufarbeiten möchte und diese Großbauern, die ja größtenteils im Nationalsozialismus zu viel Wohlstand gekommen sind, dass man dort gerne eine Gleichheit oder eine Gerechtigkeit wiederherstellen möchte. Inwieweit hat es denn eigentlich wirklich funktioniert, dass man diese alten Strukturen mit dieser Reform aushebelt? Es waren natürlich zum Teil wirklich auch Willkürakte und andererseits versuchten auch die Gutsbesitzerfamilien sich so Persilscheine ausstellen zu lassen. Also ich habe das für Kloster Vesper auch gefunden, das war ein Gutspächter und der hat sich dann sozusagen von seinen ehemaligen Mitarbeitern attestieren lassen, dass er sich nicht wohlwollend über die NS-Regierung geäußert hat, dass er freundlich mit Zwangsarbeitern umgegangen ist. Und solche Sachen hat man dann tatsächlich versucht, um Enteignungen zu umgehen. Das mag auch immer mal funktioniert haben. Sicher wurde auch der ein oder andere tatsächliche Profiteur des Systems der Nazis übersehen. Aber man hat eben auch viel Rufmord gehabt in dieser Zeit und hat dann versucht, irgendwie Leuten in die Schuhe zu schieben, dass sie total aktiv waren in der NS-Zeit, nur damit sie sozusagen davon auch betroffen sind von diesen Enteignungen. Weil wenn man quasi dieses Label hatte, Nazi oder Profiteur des NS-Systems, dann konnte man auch unter 100 Hektar enteignet werden. Und dann war die Grenze sozusagen flexibel. Genau, und wie das dann funktioniert hat, ganz konkret, da fehlen tatsächlich auch noch Untersuchungen. Und man müsste sich eigentlich wirklich auch noch mehr so regionale Studien angucken, wie es eben dieses Forschungsprojekt zu den Neubauernfamilien in Sachsen gemacht hat. So müsste man eigentlich auch noch mal nach den enteigneten Familien konkreter gucken. Ines Lange-Lüdecke hat das gemacht. Die hat allerdings exemplarisch nur einige ganz wenige Adelsfamilien in Brandenburg sich angeguckt, die dann zurückgekehrt sind. Das war sozusagen ihr Blick nach 1990, wieder auf ihrem alten Land ansässig wurden. Aber gerade diese Gruppe der enteigneten Familien, die sollte man wirklich noch mal genauer in den Blick nehmen mit regionalen Studien. Und aber es ist gar nicht so leicht, also für die Gutsbesitzerfamilie in Kloster Vesper, die Gutspächterfamilie war es, habe ich das auch versucht, irgendwie noch Angehörige zu finden. Aber die sind eben auch nach in die westlichen Besatzungszonen geflohen und es war nicht mehr nachzuvollziehen, wer da noch lebt, wer da noch da ist. Also das ist, glaube ich, noch wirklich eine Forschungsaufgabe, da zu gucken, wie sind die Lebensläufe dann gewesen, wer hat in anderer Funktion im Osten, in der SBZ oder in der DDR noch sein Glück versucht, wer ist in die westlichen Besatzungszonen gegangen, das steht noch aus. Das wurde dann vermutlich auch gar nicht so richtig gut dokumentiert, dass man das mittlerweile schriftlich nachvollziehen könnte aus Akteneinsicht.
Also man muss halt wirklich in die regionalen Archive. Es wurde natürlich auch zentral Bericht erstattet, aber es ist nicht flächendeckend so, dass man das alles nachvollziehen kann. Also ich weiß, also die Statistiken wurden schon geführt, aber es änderte sich natürlich auch lokal dann ständig was. Und dann war die in dieser wirklich ja auch chaotischen Zeit natürlich auch die, waren die Kommunikationsstrukturen ganz andere, die Kommunikationswege und Mittel. Und da ist, glaube ich, auch viel verloren gegangen. Bis dahin, dass eben lokale Archive in Gemeinden oder so dann nach einer gewissen Zeit einfach vernichtet wurden und da längst nicht mehr alle Dokumente vorliegen. Dann, genau, das finde ich sehr spannend, dass man doch sehen kann, wie dieser Anspruch und die reale Umsetzung dann ja eigentlich ganz stark auseinanderdriften. Also, dass die Begründungen oft am Ende gar nicht in der realen Situation greifen, wie zum Beispiel die Unterversorgung, der man entgegenwirken wollte, und dann aber das Problem, dass die Strukturen gar nicht gegeben waren, um der entgegenzuwirken. Ähnlich wie auch mit der Entnazifizierung, die an sich eine sehr wohlwollende, gute Idee ist, aber am Ende doch sehr karg und wenig überprüfend umgesetzt wurde. Wie würden Sie denn aus heutiger Sicht diese Diskrepanz zwischen diesem Anspruch und der eigentlich realen Umsetzung einordnen? Naja, die hat man natürlich häufig, ne? Und die Idee der Bodenreform, die hatte man tatsächlich auch in den westlichen Besatzungszonen. Also der Grundgedanke, dass das Hab und Gut von wenigen an viele zu verteilen, ist natürlich auch erstmal in der Grundidee vielleicht als positiv anzusehen. Allerdings hat man in den westlichen Besatzungszonen, es gibt auch kleine Ansätze von Bodenreform, eben gerade für die Heimatvertriebenen, wie sie da hießen, also die Flüchtlinge und Vertriebenen des Zweiten Weltkriegs. Aber man hat dort eher auf Entschädigung gesetzt. Also nicht wie in der sowjetischen Besatzungszone entschädigungslos. Und ich meine, dass in der Verfassung des Landes Hessen immer noch die Bodenreform als Terminus auftaucht, allerdings eben mit der Entschädigung. Das Ganze war natürlich in gewissem Maße wirklich in der ersten Zeit Hilfe zur Selbsthilfe, aber es wäre sozusagen nie ein tragfähiges Konstrukt gewesen. Und man sagt heute, das war vielleicht auch gar nicht intendiert, denn diese Zerschlagung der Gutswirtschaften war sozusagen ein Zwischenschritt hin zur Kollektivierung der Landwirtschaft, also zum großflächigen Zusammenschluss zu landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften. Und insofern hat das vielleicht nicht all die politisch gewollten Ziele erreicht, aber das große Ziel, was man eben heute sagt, das vermutlich schon bestanden hat, nämlich die Kollektivierung, das wurde dann tatsächlich dadurch auch möglich gemacht, ne? Ist es dann eigentlich so ein typisches Thema der DDR-Geschichte, würde Sie sagen? Und deswegen vielleicht auch die Landwirtschaft ein sehr spannendes Thema, um diese Differenzen in der DDR noch besser zu verstehen? Also ich glaube, dass diese Gap zwischen Anspruch und Wirklichkeit, das hat man natürlich an ganz vielen Stellen. Also da kann man, das kann man sozusagen in alltagsbezogenen, also denken wir mal an die Versorgung mit Lebensmitteln oder die Bereitstellung sogenannter Luxusgüter, Fernsehgeräte oder Autos oder so, dann später. Da ist immer eine große Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Und man kann auch die Brigadeaktivitäten als Beispiel nennen oder so. Aber ich glaube, das ist ein interessanter Zugang, den man quasi überzeitlich über verschiedene Phasen in der DDR und eben auch für diese frühe Phase in der SBZ ansetzen könnte. Genau, wir haben jetzt schon viel über diese ganzen historischen Entwicklungen geredet, und wenn man so viel über die Geschichte spricht, finde ich, kommt einem das öfter so vor, als wäre das so ganz weit weg vom eigentlichen Alltag. Aber ich würde doch behaupten, dass die Bodenreform bis heute eigentlich sehr viel Einfluss hat auf das Leben, auf die Strukturen von ostdeutschem Landleben, aber auch auf andere Bereiche. Was würden Sie da als große Schlaglichter sehen an Themen, die bis heute hin noch sehr stark von der Bodenreform und diesen Umwälzungen in der DDR beeinflusst sind?
Also natürlich ist es was, was in den Architekturen der Dörfer noch sehr einfach sehr präsent ist. Wenn Sie quasi heute durch Ostdeutschland fahren und ein bisschen einen geschulten Blick haben, dann werden Sie überall Neubauernhäuser entdecken. Die wurden nämlich nach Typenentwürfen gebaut und sind tatsächlich seriell relativ gut erkennbar. Und es gibt regionale Spezifikationen. Das heißt, so wenn es in der Region Schiefer gab, dann haben die halt irgendwie einen Schieferanteil. Oder wenn es eher Holz war, dann mehr Holz oder Lehm, ne? Und aber so dieses, wenn man irgendwo übers Land fährt und so in gleichförmiger Art Häuser antrifft, die aus dieser Zeit stammen, kann man ganz oft gut erkennen, da sind Neubauernhäuser. In Großfurrer Neuheide hat man zum Beispiel, das ist im Norden von Thüringen, hat man zum Beispiel eine ganze Neubauernsiedlung errichtet. Das gab es nicht so oft. Steht bis heute, ist aber schon ziemlich umgebaut und verändert. Aber man erkennt das schon, wenn man das einmal so ein bisschen im Blick hat. Ich fahre relativ oft über Land und denke, ach, schön, Neubauernhäuser. Weil die gibt es natürlich einmal einzeln, zum Teil eben auch dann konkret auf das Land gebaut, was zugeteilt wurde. Dann gibt es sie aber auch so richtig in Gemeinschaft gewissermaßen. Und daran erkennt man sie eben meistens, dass dann ganze Straßenzüge mit Neubauernhäusern entstanden oder eben wie in Großfurer Neuheide, ganze Siedlungen, aber eher selten. Und also diese Architekturen sind präsent, auch die eben zum Teil mit der Bodenreform veränderten Gutsarchitekturen sind zum Teil dann eben noch da, ne? Dann hat man halt die Gebäude so verändert, dass sie weniger Zierformen haben, hat irgendwelche Erker und Türmchen abgerissen, damit es nicht mehr so einen gutsherrschaftlichen Charakter hat, sondern eben wie ein großes Bauernhaus ausschaut. Das sieht man zum Teil bis heute, weil diese Gutsanlagen Rudiment sind in ästhetischer Form. Aber es ist natürlich auch Teil der Erinnerungen in den Familien. Und das haben wir mit dem Forschungsprojekt in Sachsen gemerkt, dass da auch oft noch eben eine positive Bewertung für die Bodenreform ist, weil klar, wenn ich damals Land bekommen habe und bis heute vielleicht in diesem Neubauernhaus wohne, dann ist das natürlich eine positive Entwicklung gewesen. Allerdings gab es eben 1990 auch natürlich die Hoffnung all der enteigneten Familien, dass sie das Land zurückbekommen nach dem Ende der DDR. Aber das Gesetz zur Regelung offener Vermögensfragen hat eben genau das Gegenteil festgelegt. Aber es gibt bis heute einige Nachfahren, die eben versuchen, immer noch Land zurückzubekommen, also die auf Restitution hoffen. Und auch diese Gemengelage ist sozusagen noch da und ist noch ein Thema. Einige dieser Neubauernhäuser befinden sich heute auch in Museen, also im Kloster Vesra das natürlich. Im Akroneum in Alt-Schwerin gibt es eins, im Deutschen Landwirtschaftsmuseum in Blankenhain. Und so sind sie sozusagen auch Teil der Geschichtsvermittlung in Freilichtmuseen. Und manchmal gibt es sogar auch noch kleine Denkmale in den Dörfern, die an die Bodenreform erinnern. Man kann auch mal nach Straßennamen gucken. Die verraten manchmal auch was darüber. Also ich kenne einige Dörfer, wo wirklich eine Straße Bodenreform einfach nur heißt. Und das ist natürlich auch Teil des Ortsgedächtnisses. Genau, und ich glaube, es wäre auch schön, wenn man diese Neubauernhäuser als besondere Architekturen, als serielles Bauen auf dem Land nochmal stärker erfassen würde, weil die natürlich in den letzten Jahrzehnten sich ganz oft von einem funktional gegliederten, seriell gebauten Typenbau entwickelten hin zu einem modernen, mehr oder weniger modernen, aber eben umgebauten Ein- oder Zweifamilienhaus. Und das Besondere bei den Neubauernhäusern, das muss man vielleicht noch sagen, man kennt ja vielleicht Bauernhöfe, die so aus 4 Gebäuden bestehen oder ein Dreiseithof oder so. Und diese Neubauernhäuser vereinten aber alle Funktionsbereiche unter einem Dach. Das heißt, ein Gebäude im ersten Teil das Wohnen, danach kommt der Stall und danach kommt die Scheune. Und man konnte alle Bereiche durchlaufen, ohne aus dem Haus zu gehen. Und das ist quasi ein Haustyp, den gab es schon vorher und gibt es auch an anderer Stelle. Aber das hat man sich entschieden, weil das quasi das wirtschaftlichste und einfachste war in der Nachkriegsnot. Und das sieht man eben bis heute, aber sie sind natürlich längst umgebaut. Und es gibt nur noch wenige, die sozusagen im originalen Zustand sind. Das heißt, aus diesen Gebäuden, die eigentlich mal aus Praxis gebaut wurden, entstehen eigentlich langsam historische Objekte, die wir anfangen sollten zu schützen. Das sind Quellen für uns eigentlich, ne? Und ich finde auch in den Aneignungsprozessen, da kommt jetzt wieder die Kulturanthropologin durch,
Die Aneignungsprozesse sind für mich auch interessant, ne? Also man hat das Ding irgendwann mal hingestellt und die sahen alle gleich aus, aber was haben die Familien daraus gemacht im Laufe der Zeit? Wie haben sie sozusagen dieses von oben bestimmte Design des Hauses, sage ich jetzt mal, verändert? Wie haben sie es ihren eigenen Anforderungen und Nutzungsmöglichkeiten angepasst? Und wie hat sich es auch verändert? Durch die Kollektivierung haben ja die Bauernhöfe ihre Funktion als ganze Einheit verloren, weil man eben dann zum Arbeiten woanders hinging und das Vieh aus dem Stall verschwand meistens. Und so sind eben dann auch Scheunen zu Wohnräumen umgebaut worden und so. Und dieses Lebendige in diesen Neubauernhäusern, das interessiert mich tatsächlich. Und das nochmal irgendwann zu kartieren. Und ich habe tatsächlich auch ein paar Aufzeichnungen schon gemacht, wenn ich so größere Ansammlungen gefunden habe. Da hätte ich Lust drauf, weil es ist natürlich eine Hausform, so wie Sie jetzt fragen. Ich weiß, wie die aussehen, aber das wird natürlich nicht jedem bewusst. Und das ist natürlich trotzdem auch für die Ortsgeschichte relevant und ist eine spannende Geschichte, die auch mit der Bauhaus-Uni in Weimar zu tun hat und mit namhaften Architekten wie Henselmann und so. Also da lohnt es sich wirklich auch nochmal eine Geschichte des seriellen Bauens der Nachkriegszeit. Es gibt ein paar Publikationen, aber eben dieses wirklich mal alle zu erfassen und zu gucken. Einige von denen haben Bestandsgebäude genutzt, aber all die Neubauten damals errichtet, die mal zu suchen und zu gucken, wie die heute aussehen, das wäre schön. Das stimmt. Es zeigt sich also, die Landwirtschaftsgeschichte ist eigentlich so ein bisschen eine Goldgrube für die DDR-Geschichte, aber auch für die Geschichtswissenschaft im Allgemeinen, mit der wir langsam anfangen sollten, sie zu erfassen, bevor sie dann weg ist. Ich muss an dieser Stelle leider vielen Dank sagen für Ihre Zeit und die spannenden Einblicke, die Sie uns hier gegeben haben in die Geschichte der Landwirtschaft der DDR. Leider ist schon allein das Thema der Bodenreform so groß, dass man eigentlich unendlich lange darüber reden könnte. Genau, von daher belassen wir es an dieser Stelle bei diesem, finde ich, sehr schönen Einblick. Und ich hoffe, wir konnten den Zuschauern hiermit ein wenig das Thema der Landwirtschaftsgeschichte und auch die Bedeutung der Landwirtschaftsgeschichte in der DDR für die Gegenwart bewusst machen und weshalb es doch sehr wichtig ist, sich mit den Veränderungen der Strukturen im Landleben auseinanderzusetzen. Vielen Dank. Danke. Okay.